Servus, liebe Freunde. Ich bin schlecht drauf, weil es nicht läuft. Wir haben ja letztes Mal festgestellt, ich habe doch nicht trainiert, nein. Und diese Telefonnummer, gegen die wir fahren, kann sie nicht mehr sehen. Und deswegen hört ihr jetzt Musik von Josh Woodward. Und ich bin jetzt mal eine Fahrt lang ruhig. Versuch's zumindest. Damit ist die Fahrt auch schon zu Ende. Und es dauert nicht mehr lang. Dann wird Ski Challenge deinstalliert und ich schmeiß meine Tastatur zum Fenster raus. Das war der Feuerwehrstöhner. So, jetzt Geist aus, jetzt wird uns nur auf uns selber und unserem gelben Herkules konzentriert, mehr sehen wir nicht. Und wenn das jetzt nicht funktioniert, dann muss ich mir jetzt für die Folge was ganz anderes überlegen, als das, was ich eigentlich vorhatte. Gut. Sprungdrücken hat schon mal phänomenal funktioniert. Nochmal. Super. Ach. Da sind wir auch ganz eng am Tor geblieben, so wie sich das gehört. Perfekt. Es läuft. Die Zeit ist rot. Auch das läuft. Ach, das ist ja... Das ist ein Traum heute. Ein wahrer Traum. Guckt mal, wo wir hinspringen. Fast über die andere blaue Linie drüber. Das ist ja faszinierend. Wieso drücke ich hier? Was willst du damit sagen, Alpine? Willst du sagen, ich verneige mich vor dem Kernen-S? Kostet einen echt einen letzten Nerv hier. Habt ihr bestimmt auch wieder mal ab und zu so Tage, da denkt ihr, oh, jetzt cool, hier Feierabend, ich setz mich hier hin und ich freue mich schon den ganzen Tag drauf, endlich zu zocken und dann, jawohl, G-Challenge, jetzt, heute ist der Abend der Abende, heute fährst du deine 2, was weiß ich, Paaren 30 oder Paaren 20 oder keine Ahnung, machst du hier Bestzeit und ich übe und übe und übe und was passiert. Man kriegt es nicht auf die Reihe. Man kriegt hier gar nichts hin. Ich war hier wie der letzte Penner. Schaut mal an, hier schon eine halbe Sekunde Rückstand wegen nix und wieder nix. Ich weiß nicht, sind meine Finger heute krumm? Das hier geht absolut überhaupt nicht mehr. Und wie schon gesagt, ich hab wahrscheinlich mein Pulver schon verfahren. Das Skiwachs ist schon runter, der... Was weiß ich, wie ich sagen soll. Wie gesagt, ich... bin hier vorher Training gefahren und da hat es echt gut funktioniert. Und ich war echt überzeugt. Jawohl, ja.
jetzt wirfst du hier die Aufnahmemaschine an und zeigst den Leuten, was für ein kranker Typ du bist. Und wie du so oberkrass hier Wängen runterfährst mit der einer Wahnsinnslinie und den besten gedrückten Sprüngen auf der ganzen Welt. Und was passiert? Wir fahren hier wieder dem 0815 da vorne hinterher. Schön, ich komme ins Ziel. Hallo, Ziel. Mich gibt's auch noch. Wahnsinn, wir pirschen uns an. Wir fahren noch irgendwann eine 35.000. Mann! Ja, die Aufnahme läuft noch nicht allzu lange, ne? Würde jetzt am liebsten hier schon wieder sagen, komm, leckt mich am Arsch. Dann erstmal Quake anwerfen und den Frust rauslassen. Spiele ich übrigens noch. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, wir haben es ein paar Mal ausprobiert. Quake, also wir spielen Quake Live, oder ich spiele Quake Live mit ein paar anderen meistens. Das ist was, da kannst du nebenher fast nichts mehr reden, außer haha, habe ich dich erwischt, haha, habe ich dich nicht erwischt. Mehr geht nicht, weil du bist da unter Strom und ich bin da auch regelmäßig nach so 2-3 Runden komplett durchgeschwitzt, weil das ist was, da brauchst du alle deine Finger, alle deine Sinne, alles was du hast. Ich glaube, so einen abgefahrenen schnellen und exakten, wie soll man sagen, Shooter, der sich auch entsprechend anfühlt und auch entsprechend spielt. Ohne Verschnaufpause, sowas gibt's im Moment, glaube ich, gerade gar nicht mehr. Denn das. Ich glaube, Shootmania Storm vor ein paar Jahren, als den diese Trackmania-Macher, als Nadeo heißen die, glaube ich, den gemacht haben, der sollte so ein bisschen in die Richtung gehen, aber der war ja nicht. Also ich würde mal sagen, er war kein Misserfolg, aber. So perfekt war er dann doch nicht. Und nachdem das indizierte Quake jetzt durch Quake Live ersetzt wurde und das Ganze auch noch relativ entspannt aus dem Browser heraus startbar ist und ein einigermaßen passables Matchmaking hat und so weiter, Sind da diese richtigen Ultra-FPS-Hardcore-Typen damit gut versorgt. Und wenn ich ehrlich bin, ich bräuchte da auch gar kein anderes Game. Also da muss man jetzt nicht hergehen. Ja, so ein Ding braucht's mal wieder. Warum gibt's das nicht? Warum gibt's ja? Also gibt's ja. Und ob jetzt die Grafik oder was weiß ich da aussieht wie aus dem letzten Weltkrieg, ich meine, es ist ja nicht so, dass es komplett furchtbar aussieht oder dass es dadurch irgendwelche Macken hätte. Nö, das die Engine läuft top, also vor allem für die Bewegung und für alles, und da bin ich ganz ehrlich, da bräuchte ich an sich auch kein Update. Wenn es eins gibt, natürlich, gerne. Dass sich auch mal wieder einer hersetzt und schöne Maps für sowas baut. Und vielleicht mal neue Waffen kommen oder dass man da quasi neue Competitions einbaut. Gerne, aber im Prinzip bin ich damit, oder sind wir damit
immer noch glücklich und es macht immer noch Spaß. Allerdings auch immer nur für so, ja, ein Stündchen oder so, weil dann ist meistens die Luft raus. Weil es eben auch so aufregend ist. Das könnte man vielleicht mal machen, oder? Na, das wäre vielleicht mal eine Idee. Dass ich mal eine kleine Tour mache durch die ganzen alten Shooter, die ich früher mal so gespielt habe. Unreal Tournament, Quake, das alte Counter-Strike, Day of Defeat und so weiter. Ja, wäre eine Idee. Aber da müsste ich mir tatsächlich jemanden suchen, der da mitmacht, weil ich glaube, allein habe ich da keinen Nerv für. Und wo ich jetzt auch keinen Nerv mehr habe, ist hier eine Zeitverbesserung hinzukriegen. Mann, ey. Es tut mir leid, Freunde. Ihr bekommt vielleicht eine schöne, schnelle Fahrt nachkommentiert. Aber ich habe jetzt tatsächlich echt keinen Nerv mehr. Da war es auch wieder da. Feuerwehrstöhner. Und jetzt am Start in Wengen bei der Qualifikation. Alpine aus Deutschland mit der Startnummer 1. Er hat uns vorher hier versichert, dass er schon kurz davor war, seine Ski komplett neu zu deinstallieren. Einige Kurven haben ihm bisher nur Rätsel aufgegeben. Wir sehen hier die komplette Fahrt, auch über das komplette Gleitstück. Er ist kein ausgewiesener Gleiter, hat er mir versichert. Aber für diese Schweizer Abfahrt wird es gerade noch reichen. So, und jetzt sehen wir ihn gleich nach der Quere Anfahrt auf den langen Sprung. Mal schauen, wie er den erwischen wird. Die Einfahrt sieht eng aus. Oh, aber der Sprung geht nah am Felsen. Ob das was werden wird? Die Zuschauer feuern an. Gemma. Wir bekommen hier leider gerade keine Zwischenzeit eingeblendet. Prost an die Regie. Durch das Kernen-S. Halbwegs gut durchgekommen. Die Ausgangsgeschwindigkeit ist nicht allzu hoch. Hier haben wir schon Geschwindigkeiten über 100 km/h gesehen. So, und jetzt ab auf die Wiesen zur, nicht zur Wiesenmass, sondern für den Super-G-Teil. Er nimmt die Tore eng. Einfahrt, Haneck-Schuss. Sauber gelöst, wieder eng am Tor. Und jetzt wird beschleunigt. Auf über 140 km/h, 150 km/h, 155 Spitze. Anfahrt Silberhornsprung. Traumhafte Linie. Und auch in der Richtung ordentlich. Wir drücken ihm die Daumen für eine Topzeit. Die letzten Kurven vor dem Ziel. Nur keinen Fehler mehr machen jetzt. Und durchs Ziel mit einer 233.077. Ich denke, damit kann er erstmal zufrieden sein.